Servus, grüß euch, guten Abend, hier ist der Sunny, herzlich willkommen heute am 29. Mai 2020 zur 398. Folge Verbinde die Punkte. Ja, Trumpfkönig, das spiele ich auf zwei Dinge an, aber ich denke, der ein oder andere wird sich auch hier die eigenen Gedanken machen können. Wie immer empfehle ich dies zu tun, selbst zu recherchieren, eigene Entscheidungen zu treffen und so weiter, ist alles bekannt. Ja, es tut sich sehr, sehr, sehr viel weiterhin und darum mache ich jetzt diese Sendung noch am späten Abend, weil ich ja sonst wieder viel zu viel zusammenbekomme. Mal wieder eine internationale Show ohne deutsche Beteiligung sozusagen, aber ja, wie gesagt, es muss über die Dinge berichtet werden, denn ja, viele, viele weltbewegende Dinge tun sich und ja, die will ich euch erneut nicht vorenthalten. Wir gehen's kurz durch und ja, hauptsächlich blicken wir heute in die Vereinigten Staaten, wo hier auch verstärkt gewisse Verschwörungstheorien diskutiert werden. Und ja, hier gibt es schon die erste Kirche, die sich mit dem Thema QAnon beschäftigt. Dort, wo Jesus dabei hilft, den tiefen Staat zu bekämpfen. Ein weiterer Artikel diesbezüglich kommt von der New York Times, beziehungsweise ist es ein Podcast, Where We Go One. Ja, QAnon-Gläubige, die vereint im Kampf gegen einen, was sie als, dunkle Kräfte in der Welt betrachten, zeigen, wie weit es mit dem Internet gekommen ist. Man versucht weiterhin, diese Menschen in eine gewisse Ecke zu drängen, aber ja, so ganz, ganz langsam füllt sich hier der Raum, sage ich mal. Und diese Versuche, sogenannte Verschwörungstheorien, und QAnon ist ja die Verschwörungstheorie der Verschwörungstheorie sozusagen, diese Theorien eben zu diskreditieren, die brechen, reißen nicht ab. Und das wird seine Gründe haben. Man könnte sagen, dass die Mainstream-Medien sich gezwungen fühlen, hier auf gewisse Tendenzen zu reagieren. Andererseits, und das ist selbst mal wieder eine Verschwörungstheorie, könnte es auch sein, dass sich in den Redaktionsstübchen der Wind etwas gedreht hat. Ob das bei den New York Times der Fall ist, wage ich zu bezweifeln, aber ja, das, was wir hierzulande in der Bild-Zeitung lesen dürfen in diesen Tagen, ist ja durchaus das ein oder andere Mal bemerkenswert. Und da kommen natürlich Fragen auf. Aber das werden wir uns in der nächsten Sendung genauer anschauen. Ja, wir kommen zur amerikanischen Innenpolitik, sage ich mal. John Ratcliffe, der neue Direktor der nationalen Geheimdienste, sagt nun, dass Mitschriften von Telefongesprächen, die ja General Flynn behandelten, nun dabei sind, offengelegt zu werden, beziehungsweise wurden diese schon offengelegt. Also hier geht's auch mit großen, großen Schritten voran. Und ja, wohin das führen wird, vermuten wir schon seit längerem. Lindsey Graham hat sich auch mal wieder geäußert. Ja, wiederholt eigentlich das, was wir auch schon seit Monaten prognostizieren. Comey, McCabe, Brennan und Clapper werden ja dazu gezwungen werden, beziehungsweise aufgefordert werden, vor dem Senat auszusagen, das Ganze im Justizausschuss desselbigen. Und ja, ob das tatsächlich die großen Prozesse schon werden, wir werden sehen, wie sich die Dinge hier weiterentwickeln werden. Es bleibt weiter sehr, sehr spannend, aber das sage ich ja auch des Öfteren drin. Ja, der Vorgänger von Ratcliffe, Grenell, hat sich auch nochmal zu Wort gemeldet und er hat angemerkt, dass Mitarbeiter, Offizielle, die ein gewisses Fehlverhalten in der Trump-Russland-Untersuchung bemerkt haben und diese öffentlich machen wollten, zum Schweigen gebracht worden sind. Ja, eine Aussage,
eben vom ehemaligen Geheimdienstchef. Hier hat sich der Tisch wirklich mit dem großen, großen Donnern gedreht und in Deutschland ist es noch nicht so angekommen, in unseren Medien, aber ja, es sind sehr, sehr viele bemerkenswerte Dinge jetzt in den letzten Tagen passiert. They don't have the right to object. That is the rule and that is the regulation and they have to comply with it. And the regulation is basic common sense. If you can't provide adequate care, you can't have the patient in your facility. And that's your basic fiduciary obligation, I would say ethical obligation. And it's also your legal obligation. If you can't. Die Musik hierher kommt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gehört hat oder nicht, aber ja, ist behoben. Nun gut, wir schauen weiter. Haben hier ein Twitter-Bild, das habe ich jetzt vor ein paar Wochen schon mal gezeigt. Und ja, für alle, die sich diesen FISA-Missbrauch nochmal genau anschauen wollen, hier eine Timeline von der Epoch Times als Poster, kann man das sehen. Und ja, hier wird das Jahr 2016 behandelt. Es ist jetzt. Schauen wir mal nach. Ist, glaube ich, jetzt nur eine Hälfte. Schauen wir mal, ob wir da hier noch mehr finden. Nein, jetzt sind wir bei mir daheim. So. Ach, ich werde es euch nochmal raussuchen. Das nächste Mal nochmal als ein gut downloadbares Bild. Oder, ja, wie gesagt, ein bisschen Medienkompetenz. Sucht es euch einfach selber raus, ist über Google ganz einfach zu finden. So, ja, Präsident Trump hat recht, erneuert FISA nicht. Ist es eben, ein Programm, eben ausländische Geheimdienste zu überwachen und das wurde eben eingesetzt, wohl um Amerikaner zu überwachen und das ist natürlich nicht so gedacht gewesen und da wird es für diejenigen, die das getan haben, jetzt gewissen Ärger geben, wenn ich das mal so umschreiben darf. So, und dann großes Thema dieser Tage, Rassismus in den USA. Diese Dinge kommen komischerweise auch in den deutschen Medien. Sie haben meinen Bruder hingerichtet am helllichten Tag. Es gab da diesen Todesfall, ich sage das jetzt immer ganz neutral, eines schwarzen US-Amerikaners, der in Verbindung mit zwei Polizisten steht. Einer ist auf seinem Hals gekniet und dann oder daraufhin folgte eben der Tod des Mannes. Und ja, das hat es zu großen, großen Protesten geführt. Und Proteste ist eigentlich schon ein falscher Ausdruck, sondern tatsächlich Unruhen haben wir gesehen in Minneapolis, aber auch in anderen Städten. Und ja, aufgrund dieser Ausschreitungen nach Floyds Tod wurde nun eben der Notstand über Minneapolis verhängt. In Minneapolis wird der Afroamerikaner George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz getötet. Das dabei aufgenommene Video sorgt weltweit für Entsetzen. In der Stadt kommt es zu Protesten, nicht nur zu friedlichen. Der Gouverneur holt die Nationalgarde zu Hilfe. Ja, schaut euch an, was ihr in den sozialen Medien über diese Aktion findet. Es gibt viele, viele Hinweise darauf, dass hier gewisse Dinge mal nach dem schon bekannten Schema F abgelaufen sind, ähnlich wie wir das in Boston zum Beispiel gesehen haben oder in gewissen Schulen. Ich deute das hier tatsächlich nur an. Es ist, wenn man sich nur ein bisschen über den Rand der Mainstream-Medien bewegt, ganz, ganz offenkundig, dass hier etwas provoziert wurde. Und zwar, und das ging das dann auch relativ schnell, dass auch sehr viele Menschen in Minneapolis aufgetaucht sind, die nicht dort wohnhaft sind, laut Aussagen von Augenzeugen. Und ja, das riecht alles nach einer gewissen Organisation. Ja, wer da alles dahinter steht und welche Verbindungen man da knüpfen kann, haben wir das ein oder andere Mal angedeutet. Es ist, wie gesagt, Schema F, so wie wir es schon des Öfteren gesehen haben. Und es sieht fast so aus, als wenn hier absichtlich Unruhen provoziert werden sollen, um
ja, mal wieder abzulenken. Ja, das Corona-Narrativ ist ja nicht mehr so tragkräftig, wie sich der ein oder andere das wünschen wird. Und ja, da braucht man eine neue Sau, die man durchs Dorf treiben kann. Und es ist ja auch Wahlkampf und man versucht an allen Ecken und Enden eben hier, ja, Unruhe ins Land zu bringen, um eine Wiederwahl von Donald Trump zu verhindern. Wir werden sehen, wie erfolgreich das ist. Ich denke, auch das wird im Keim erstickt werden. Ja, Donald Trump droht nach Protesten mit Schüssen. Twitter markiert den betreffenden Tweet als Gewaltverherrlichung. Zwischen Twitter und Donald Trump gibt es ja eine gewisse Eskalation in der Beziehung. Auch das haben wir schon gesehen. Ich komme später noch drauf zurück. So, ja, hier wird von einer Kriegszone in Minneapolis gesprochen. Die Aufständischen, so wird es hier schon beschrieben, haben eine Polizeistation übernommen. Es kommt zu Feuer aus, also zu Bränden und der Einsatz von Tränengas. Und wenn man sich die Bilder anschaut, können wir durchmaß, dann sind es durchaus, also durchwegs junge Leute und ja, es hat einen gewissen Anstrich, sage ich mal. Ja, für mich ist relativ klar, was hier passiert. Ja, Donald Trump hat nun eine Untersuchung im Fall George Floyd angedeutet und es ist zu einer Verhaftung gekommen. George Floyd, Tod von George Floyd, die Polizeiofficer sind nun oder werden nun untersucht wegen tatsächlichen Verbrechen und ja, das war mal wieder meine liebe Roxy. Ein ehemaliger Polizist aus Minneapolis, Derek Chauvin oder Chauvin, wurde nun unter Mordverdacht gestellt oder mit einer Mordanklage belegt. Und ja, diesen Mann findet man auch andersorts bei anderen Ereignissen, sage ich mal. Da gibt es auch Fotos im Netz. Ich zeige das alles, und der ist eigentlich relativ unwichtig. Es ist relativ klar, dass hier, ich sag mal, nachgeholfen wurde. Ja, es gibt Verbindungen zu der Demokratin Amy Klobuchar und sie hat den Herrn hier schon mal mehr oder weniger laufen lassen, wollte ihn keiner Strafverfolgung aussetzen. Und eine weitere, ist seltsame, ein Zufall, sagen wir mal so, eine seltsame Begebenheit ist die, dass der vermeintliche Cop George Floyd und das Opfer George Floyd, Entschuldigung, und der vermeintliche Cop Derek Chauvin in dem gleichen Nachtclub gearbeitet haben, auch wenn sie sich vielleicht nicht persönlich gekannt haben, laut Aussage des Besitzers. Aber ja, da ist die Welt schon wieder viel zu klein. Wer an diesen Tagen noch an Zufälle glaubt, ja, bitte. Also hier gibt's viel, viel zu entdecken. Ich will euch da den Spaß der Deduktion nicht nehmen. So, und dann taucht ein weiterer Name auf, der von Jacob Peterson, ein Polizist ebenfalls aus Minneapolis, und er soll einer derjenigen gewesen sein, die angefangen haben mit den Aufständen, die ersten Fenster zerbrochen haben und eine Art Agent Provocateur dargestellt zu haben. Ebenfalls ein vermeintlicher Polizist, wie gesagt, da will ich mir nicht ganz festlegen, weil da die Meinungen tatsächlich auseinandergehen ein bisschen. Also das alles schaut, wenn man sich's nur an der Oberfläche anschaut, sehr danach aus, dass hier mit Vorsatz gehandelt wurde, um ein Chaos eben zu entfachen. Und ja, diese Aussage, dass dieser Jacob Peterson eben die Person war, die hier die ersten Fenster zerbrochen hat, wird von der Polizei widerlegt, zurückgewiesen.
wie gesagt, macht euch da die eigenen Gedanken. Es müffelt alles ein bisschen. So, dann gab es auch Festnahmen eines CNN-Teams. Die Polizei nimmt CNN-Team fest. Ein Reporter-Team des US-Senders CNN berichtete live aus Minneapolis. Dann wurde es von vor laufender Kamera festgenommen. Ein Verstoß gegen die Pressefreiheit. Inzwischen kamen die Journalisten frei. Und ja, der Gouverneur von Minnesota hat sich auch inzwischen dafür entschuldigt. Jetzt wäre es natürlich noch interessant, ob das ein Demokrat oder ein Republikaner ist, kann sich jeder anschauen. Aber ich tippe jetzt einfach mal darauf, dass es ein Republikaner ist. Ja, bin mir da fast sicher. Ja, eine weitere Meldung über die Medien in den USA und ihre Reaktion auf das Aufflackern eines, ich will nicht von einem Bürgerkrieg sprechen. Ich denke, das ist das, was man hier provozieren will. Nennen wir es Aufstände. NBC hat nun seinen Reportern mehr oder weniger empfohlen, das Wort Riot zu benutzen, wenn es um die Berichterstattung dieser Minnesota Riots eben geht. Riot, ich würde es als Aufstand bezeichnen, wie gesagt. So, hier haben wir eine Meldung über Black Lives Matter, auch eine Organisation, die ja durchaus gewisse Verbindungen wohl hat. Und hier heißt es, man hat die Protestschilder mit Molotow-Cocktails getauscht in der dritten Nacht der Zerstörung. Und man muss sich wirklich mal die Bilder aus Minneapolis anschauen. Da ist blinde Wut unterwegs. Und ich habe auf die Herren, die bewaffneten Herren, die hier versuchen, die Läden zu schützen, schon hingewiesen, dass hier Schwarze und Weiße zusammenstehen, kommt in den Mainstream-Medien nicht so raus. Es soll ja ein Rassenkrieg provoziert werden. Ich denke, das wird in diesem Fall nicht funktionieren. Es wird relativ schnell klar werden, wer hier tatsächlich für die Unruhen, für die Zerstörungen verantwortlich ist. Auf der Straße, aber auch natürlich diejenigen, die das Ganze von oben steuern. Ja, gleiche, ähnliche Bilder aus New York, das man relativ schnell weiß. Ja, auch hier hauptsächlich junge Leute. Das wird jetzt noch, der große Schwung kommt da gleich. Ja, riecht wirklich alles ein bisschen nach dem, was wir in den letzten Jahren immer wieder gesehen haben, sei es Antifa, also Proteste in Anführungszeichen, sei es Friday for Future, alles ein bisschen, ja, sehr schnell organisiert, sage ich mal. So, auch die Tochter von Ilhan Omar ist dabei und zeigt auf Twitter ihre Unterstützung für die Antifa-Gruppe, die Aufstände in Minneapolis organisiert hat. Auch hier sind die Wege kurz. Ilhan Omar ist ja eine der vier apokalyptischen Reiterinnen im Kongress in den USA. Und ja, hier kann man schnell weiterspinnen, sage ich mal. Man sieht die Verbindungen. Ich denke, wenn man meine Sendungen ein bisschen verfolgt hat in den letzten Jahren, dann sieht man die Verbindungen relativ schnell. Ja, Kayleigh McEnany hat sich geäußert. Und zwar, wo wir gerade bei Twitter waren, hat sie auf diese ganze Geschichte angesprochen, hat mit Jim Acosta, einem, ich denke, CNN-Reporter, diskutiert und hat ihm gesagt, wenn irgendwer einen Faktencheck braucht, dann sind es die Mainstream-Medien. Also hier wird inzwischen tatsächlich mit offenem Visier gekämpft. Und diejenigen, die sich diese Pressekonferenzen anschauen, ja, im Livestream, und ich glaube, viele Mainstream-Medien in den USA übertragen das gar nicht mehr, weil sie es nicht mehr ertragen können. Ja, das große Erwachen, und diese Show ist tatsächlich für diejenigen, die hier eben ein bisschen, wo noch ein bisschen nachgeholfen werden muss, sage ich mal, dass man hier wirklich
erkennt, von welchen Leuten man regiert worden ist und erkennt, welche Pläne denn für die Menschen gedacht waren. Und das findet an vielen, vielen Stellen in diesen Tagen statt. Ja, und dann hat Donald Trump die schon angekündigte Executive Order unterschrieben, die Social-Media-Firmen ins Visier nehmen. Ja, auch das mit Sicherheit eine äußerst historische Meldung eventuell. Es kann ganz schnell gehen. Ich hatte es schon angedeutet, mit Hilfe der Defense Production Acts, kann es hier sehr, sehr schnell zur Verstaatlichung kommen. Und ja, es hat sich schon jemand angeboten, da komme ich gleich. Hier noch eine Meldung aus den deutschen Medien. Trumps Kampfansage gegen die Internetgiganten. Ein Tweet des Präsidenten zu den Unruhen in Minneapolis wurde von Twitter kritisiert. Was ist Auslöser des Streits und was steckt hinter der Sektion 230? Hier kommen die Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Dekret des amerikanischen Präsidenten. Ah ja, das ist relativ wichtig in diesem Zusammenhang. Hier geht es um diese Sektion, Section 230. Ich lese kurz vor. Es handelt sich um einen Passus des Communications Decency Act, Gesetz zur anständigen Kommunikation aus dem Jahr 1996. Ein Satz aus diesem Gesetz wird auch als die 26 Worte, die das Internet erschaffen haben, bezeichnet. Darin heißt es, dass Provider oder Nutzer eines interaktiven Computerdienstes nicht als Herausgeber oder Sprecher behandelt werden sollen. Ja, und das ist ganz wichtig. Also wenn es Twitter einfach eine Plattform wäre, dann müsste man eigentlich alle Meinungen, alle legalen Tweets, also wenn nichts Gewaltverherrlichendes und so weiter, natürlich nichts Pornografisches, aber Meinungen müsste man eigentlich im Allgemeinen zulassen und ja als eine reine Plattform fungieren. Mischt sich jetzt aber Twitter oder auch ja, Facebook, YouTube und so weiter in zum Beispiel einen Wahlkampf, den US-Wahlkampf ein und gibt favorisierten Meinungen mehr Gehör als unbequemeren Meinungen, dann verliert man eben diesen Status eines interaktiven Computerdienstes und wird selbst eben Herausgeber oder Sprecher. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, denn sobald Twitter keine reine Plattform mehr ist, sondern eine eigene Meinung vertritt, ändern sich hier sehr, sehr viele Dinge. Ähnliches sehen wir gerade bei dem Streit in Deutschland, wo es jetzt das Gerichtsurteil gegeben hat, zwischen Korrektiv und Tichy. Und hier wurde Tichy recht gegeben, weil Korrektiv hier nicht als eine unabhängige Plattform agiert. Auch hier ging es um Fact-Check, sondern als ein Konkurrent Tichys auftritt, weil man selber eben Artikel veröffentlicht, die durchaus subjektiv zu sehen sind. Und darum funktionieren diese Dinge nicht mehr. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und wenn Twitter weiter so agiert, dass man hier eben konservative Meinungen zensiert, dann kann es sehr, sehr schnell gehen, dass hier das Licht ausgeschaltet wird. Und das betrifft eben nicht nur Twitter, sondern alle dieser großen Social-Media-Kanäle, Facebook, YouTube, wie gesagt. Spannende Geschichte. So, und ich habe es auch schon angedeutet in der letzten Sendung, Mark Zuckerberg hat den Braten wohl schon gerochen und stellt sich hinter Trump. Die Plattformen sollten nicht der Schiedsrichter der Wahrheit sein, sagt Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und positioniert sich damit im Streit zwischen Twitter und Trump. Ja, Twitter-Chef Jack Dorsey kontert prompt. Ja, da geht es jetzt gerade hin und her. Spannende Geschichte. Und wo wir gerade bei Facebook waren, Facebook treibt den Wandel Notenbanken unter Zugzwang an digitalem Geld für keinen Weg vorbei. Nur falls einer kurz vergessen hätte, wie denn die Agenda gedacht ist. So, zurück zu Twitter. Ein deutscher Politiker, schauen wir mal, wie der heißt, Thomas Jarzombek. Er ist
im Wirtschaftsministerium, glaube ich, tätig. Wo haben wir es denn? Ja. Er ist der Aufseher für technische Angelegenheiten für das deutsche Wirtschaftsministerium. Und er lädt Twitter nun nach Europa ein. Man soll das Hauptquartier doch nach Europa verlegen, wenn man Probleme mit Trump hat. Ja, ich denke oder ich sehe es immer wieder, dass viele, viele einfach noch nicht verstanden haben, welchen rechtlichen Status man hier genießt. Und mit solchen Aussagen macht man sich nicht gerade beliebt. Das wird man noch sehen. Ja, und hier ein Artikel von der Basler Allgemeinen Zeitung. Und der Basler Zeitung, weiß gar nicht, wie die heißt. Der BAZ. Trump hat den Kampf gegen Twitter gewonnen. Dem US-Präsidenten ist es gelungen, Facebook und Twitter zu Helfershelfern und gleichzeitig Feinden seines Staates zu machen. Gebremst werden kann er vor den Wahlen nicht mehr. Ja, das ist eine äußerst wichtige Aussage, denn das ging es, glaube ich, hier im Großen und Ganzen. Und es sind ja mehrere Dinge, die ja angelegt werden, seien es jetzt die Proteste in Minneapolis, sei es eben diese Kampagne auf Twitter, auf Facebook, wo eben ja konservative Meinungen einfach gelöscht worden sind von den Wahlen, oder sei es die ja Initiative, Briefwahlen jetzt vor den Wahlen im November einzuführen, aufgrund natürlich des Coronavirus. All das sind Versuche, Donald Trump irgendwie noch von einer zweiten Amtszeit abzuhalten. Ich denke, keine davon wird erfolgreich sein. Ja, noch eine Meldung zu besagten Briefwahlen. 28 Millionen Briefwahlen oder Briefwahlscheine, muss man da glaube ich sagen, sind in den letzten vier Wahljahren, also bei den letzten vier Wahlen, verloren gegangen. Und ja, die Zünglein an der Waage sozusagen. Eine Meldung über den Demokratischen Nationalen Kongress. Es gibt nun Aufzeichnungen von Telefonaten zwischen Sessions und WikiLeaks. Also es waren doch nicht die Russen, auch das wissen wir seit längerem. Und auch hier wird wieder die CIA unter John Brennan genannt, die wohl mehr involviert war, als man gedacht hat. Ja, auch hier liegt das große Problem daran, dass die CIA nicht auf amerikanischem Boden agieren darf und auch nicht gegen amerikanische Bürger agieren darf. Und ja, auch hier wird noch etwas herauskommen. So, ich erinnere mich, wir hatten vor ein paar Tagen eine Meldung, dass die Amerikaner 33 chinesische Firmen auf eine Liste gesetzt haben. Ich denke, das war eine andere Meldung, denn wir haben ja schon wieder diese Zahl 33 und wenige Tage später bekommen wir diese Meldung hier. USA erheben Anklage gegen Nordkoreaner wegen Verstoßes gegen die Nuklearsanktionen. Und zwar ja gegen 33 Führungskräfte aus Nordkorea und China wegen illegaler Machenschaften. Der ein oder andere würde hier klare Zeichen erkennen. Gut, wenn man einmal 33 lesen, kann es Zufall sein. Beim zweiten Mal muss man sich schon überlegen. Und eine klare Ansage hier, dass es für gewisse Kreise, ja, die sich eventuell auf dem 33. Grad befinden, geografisch oder anderweitig, auch das kann jeder selber herausfinden. Und ja, für mich sind das tatsächlich Nachrichten über gewisse Fortschritte. Alles natürlich reine Spekulation. So, dann bleiben wir in Fernost ganz kurz. Tumult in Hongkongs Parlament bei Debatte über die Hymne. Auch das, was gerade in Hongkong passiert, wird wohl tatsächlich als historisch einzustufen sein. Hier verliert ein Machtzentrum. Und zwar denke ich, dass es das für die Zukunft geplante Zentrum gewesen wäre. Hier ein zentrales Steuerungselement. Die Macht und geht zurück zum Vaterland, sozusagen nach China. Sehr, sehr diffiziles Thema, das ja sehr, sehr viele Fettnäpfchen bereithält. Aber im Großen und Ganzen
denke ich, dass sich hier die Dinge in eine Richtung verschieben, die es ist schwierig, wirklich schwierig zu benennen, die ja zumindest die ausländische Kontrolle, die in China mit Sicherheit Jahrzehnte bis Jahrhunderte geherrscht hat, aus dem Land zu drängen. Und da gibt es viele, viele Hinweise. Ich zitiere da immer wieder eine gewisse britische Königin. Wir müssen ihnen erklären, was Freihandel bedeutet. Und seit den Opiumkriegen ging es da dahin, dass man eine Hand in China hatte. Und ich denke, für das, was geplant war, diese dystopische neue Weltordnung, spielte China eine große, große Rolle. Und ich denke, wenn wir Meldungen lesen, dass hier 33 Führungskräfte angeklagt werden und 33 chinesische Firmen auf eine Liste kommen, dann sehe ich da sehr wohl den Kampf gegen einen gewissen tiefen Staat. Und ja, in diesem Kampf ist die ganze Situation rund um Hongkong mit Sicherheit involviert und auch ein zentrales Thema. Ja, macht euch die eigenen Gedanken, wie immer. Ich liefere hier eigentlich nur die Meldungen ab. Ja, der UNO-Sicherheitsrat berät jetzt ebenfalls über Hongkong. Angesichts der chinesischen Pläne für ein umstrittenes Sicherheitsgesetz für Hongkong berät heute der UNO-Sicherheitsrat. Das Thema wird in einer informellen Videokonferenz besprochen. Ja, großes Thema, wie gesagt. So, und dann eine weitere Riesenmeldung, auch ja durchaus ein Verhältnis zu China zu setzen. Donald Trump hat das Verhältnis zur Weltgesundheitsorganisation abgebrochen, terminated. Und das ist natürlich ja ein großer, großer Schritt jetzt, gerade in der Corona-Krise, die in immer mehr Ländern ja für beendet erklärt wurde. Hier unten noch ein kleiner Satz zu Hongkong. Hongkong ist nicht länger autonom, eine Aussage des amerikanischen Außenministers Pompeo, haben wir auch schon gehört. Das mit Sicherheit eine sehr, sehr wichtige Entwicklung. Ja, eine Meldung aus der EU. Schwere Vorwürfe gegen Barnier, EU-Brexit-Chef, soll Wuhan-Labor finanziert haben. Tja, da ist er wohl nicht allein, das schauen wir uns mit Sicherheit auch noch genauer an. Eine zweite Meldung diesbezüglich vom Express. Michael Barnier wird nun aufgefordert, eben zurückzutreten, nachdem er das Wuhan Labor bestätigt hat 2004. Ja. Ja, eine weitere Meldung zur UN. Der Chef der UN, Guterres, warnt nun die Anführer der Welt, dass das Virus eine historische Hungersnot auslösen könnte. Eine neue große Depression ebenfalls. Ja, so war der Plan, aber ich denke, das geht in eine andere Richtung. Ein weiterer, sehr negativer Aspekt der Lockdown-Maßnahmen ist, dass ja Kindesmissbrauch gestiegen ist und das Ganze auch online stattfindet. Das geht bis zu Live-Missbrauch. Das will man sich so gar nicht vorstellen. Und ja, aber auch diese Dinge kommen tatsächlich mehr und mehr ins Licht. Und da gibt es ja wirklich durch diese Netflix-Doku, die jetzt über Epstein und seine Kumpanen berichtet. Ja, für mich ist es ein weiterer Schritt. Wir hatten gewisse Vorbereitungen von Pizzagate über gewisse Skandale, kleinere Skandale, sage ich jetzt mal, über die Epstein-Geschichte, die dann ja während der letzten Monate eigentlich ein bisschen stillgelegt wurde, aber in dieser Phase kamen dann die ganzen Berichte über Adrenochrom und so weiter heraus, wo
Prominente auch in Deutschland darüber gesprochen haben und das alles als eine Verschwörungstheorie abgetan wurde. Und nun titelt die Bild über eine Netflix-Serie, die sich genau mit diesen Themen auseinandersetzt. Und ich denke, da macht es in einigen Köpfen Klick. Erst wurde ihnen gesagt, das stimmt nicht. Dann wurde es ins Lächerliche gezogen, alles Verschwörungstheoretiker. Und dann, ja, kommt eine Netflix-Doku heraus. Alles Optik. Ja, wir blicken auf ein weiteres trauriges Thema. Das sind die Selbstmorde während der Corona-Krise. Verzweifelte Crews, heißt es hier, Suizide auf festsitzenden Kreuzfahrtschiffen häufen sich. Und ja, wenn man hier mal genauer hinschaut, handelt es sich um einen Luxusliner von Richard Branson, die Virgin. Ich weiß gar nicht, wie die... Also es gibt Virgin Galactic, das ist dieser Weltraum... Organisation, das haben wir gestern gesehen. Dann gibt es die Fluglinie und es gibt wohl auch eine Reise, also eine Schiffsreise-Ausgabe des Ganzen. Und ja, mit Richard Branson kann man sich auch ein bisschen genauer beschäftigen. Ja, gibt es auch mehrere Fotos mit ihm, unter anderem ja auch mit Obama. So. Ja, dann blicken wir auf ein anderes Thema. Die USA schicken nun 50 Soldaten nach Kolumbien. Es geht hier um Kampf gegen die Kokainschwemme. Das sehen wir auch schon seit längerem, dass diese Einnahmequelle gewisser Kreise hier auch mehr und mehr auf Eis gelegt wird und die Amis da auch bereit sind, Militär in gewisse Länder zu schicken. Das sehen wir auch schon seit längerem. Eine passende Meldung dazu: Der Bruder von Pablo Escobar, dem legendären Drogenbaron aus Kolumbien, verklagt nun Apple über 2,6 Milliarden Euro, weil man wohl sein iPhone gehackt hat. Und das gefällt ihm natürlich nicht so gut. Aber diese Meldung nur am Rande. Zurück in den USA. Dort stellen sich nun auch die Sheriffs auf die Seite der Protestler und auch Donald Trump und sind der Meinung, dass die Maßnahmen im Zuge des Lockdowns nicht verfassungsgemäß sind und die Sheriffs werden sie nicht weiterhin durchsetzen. Also auch hier geht es in die Richtung. Und schaue ich hier unten. Das ist diese Map. Aber hier kriege ich es nur ganz klein. Ja, also bei Epoch Times müsste es irgendwo zu finden sein. Ja. Ich habe es auch in einer meiner älteren Sendungen schon mal gezeigt. Also, wer es bei mir auf der Homepage verbindet.de suchen will, bitte. Aber ich glaube, das Einfachste ist es einfach zu googeln. Ja, das habe ich schon gemacht und es ist der dritte Eintrag, den man gleich findet. Ja, hier findet man den Beitrag und hier ist die Posterversion. Also, es gibt sogar eine interaktive Version hier irgendwo im Beitrag. Hier. Ja, da könnt ihr euch selber spielen, wie gesagt. Sehr, sehr einfach zu finden, wenn man einfach die Überschrift in der Suchmaschine der Wahl eingibt. So finde ich auch die meisten Artikel. Also es ist wirklich keine Hexerei mehr in diesen Tagen, sich selbst ein bisschen in die Tiefen zu begeben. Ein Blick auf die Altersheime in den USA, die kein Recht haben, Coronavirus-Patienten abzuweisen. Eine Aussage von dem New Yorker Gouverneur Cuomo. Und ja, es war tatsächlich so, dass Coronavirus-Erkrankte in den USA in die Altersheime gebracht wurden, dort natürlich andere Leute, wenn man dem Narrativ glauben will, angesteckt hat. Und das durchaus mit einer gewissen Nachhaltigkeit betrieben wurde, denn es ist tatsächlich so, dass 81% hier am Beispiel Minnesota, 81% der Covid-19-Todesfälle in Altersheimen passiert sind und ja, die Einrichtung aber immer noch erlaubt wird, hier positive, also infizierte Patienten
aufzunehmen. Das wirkt fast ein bisschen so, als wenn man hier gewisse Dinge auch provozieren möchte. Und hier nochmal die Statistik dazu. Die wichtigste Coronavirus-Statistik, wie sie heißt, 42% der Todesfälle in den USA kommen von 0,6% der Population, nämlich den Einwohnern oder Bewohnern von Altersheimen und betreuten Wohneinrichtungen. Ja, das wird andernorts nicht unbedingt anders aussehen. Ja, dann hat die Seuchenschutzbehörde ganz still und heimlich die Coronavirus-Warnungen nochmal drüber geschaut, nochmal überblickt, und man könnte nun dazu übergehen, Kirchen und Gotteshäuser doch früher wieder zu öffnen und das Ähnliches geht auch aus dieser Meldung hervor. Wieso hat die CDC die Todesrate bei Covid-19 so weit nach unten geschraubt? Oder wieso glaubt die CDC, wieso die Todesrate so niedrig ist? Und wenn sie das schon glaubt, wieso erzählt sie das niemandem? Ja, die Zahlen, das große Problem. Man hat nicht genug Tote, so scheint es. Und wir haben es auch in Spanien gesehen, wo die Zahlen runtergeschraubt wurden. Wir haben die Meldung aus Italien, die besagt, dass 96% aller Corona-Toten nicht an Corona gestorben sind und so weiter und so fort. Also das Kartenhaus stürzt jetzt ganz, ganz öffentlich zusammen. Ja, eine Meldung noch zu Hydroxychloroquin. Donald Trump hat sich jetzt geäußert, er hat es ja gestoppt letzte Woche, hat sich aber jetzt geäußert, dass er es jederzeit wieder nehmen wird und sich auch großartig damit fühlt. Auch wenn Dr. Fauci sagt, dass es Beweise gibt, dass das Ganze, also das Medikament, schädlich ist. Man muss dazu wissen, dass das Medikament jetzt Jahrzehnte schon auf dem Markt ist, ich weiß es nicht genau, 60, 70 Jahre, und es da nie Probleme gab eigentlich, wenn man es richtig einnimmt. Und jetzt, wo es eben dem großen Narrativ des Impfstoffes eigentlich diametral entgegensteht, sind die Medien bemüht, das durch den Kakao zu ziehen. Und das ist ganz klar erkennbar. Und auch 120 Top-Wissenschaftler haben sich nun geäußert und kritisieren die Kritik, die nun in den Mainstream-Medien geäußert wird, dass Hydroxychloroquin eben schädlich sei. Das Ganze hat die globalen Einsatzmöglichkeiten beschränkt, und das ist immer noch das Narrativ, das hier eben aufrechterhalten werden soll. Bitte, bitte kein Heilmittel, wir brauchen unbedingt den Impfstoff, aber da rennt die Zeit auch ein bisschen davon, haben wir gesehen. Ja, die Deutschen gehen ja da eher mit der WHO als mit Trump, und hier heißt es: wegen WHO-Stopp, Deutschland passiert seine Chloroquin-Studien. Ja, ist alles geframed. Ja. Wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe und so weiter. Ja, und noch eine passende Meldung, die uns mal wieder zeigt, wie sehr an den Haaren, dass man hier gewisse Gefahren herzen muss, oder wie sehr man gewisse Gefahren hier an den Haaren herbeizehren muss. Affen haben nun Coronavirus-Proben von einem Labortechniker in Indien geklaut, und nun befürchtet man eine weitere Ausbreitung des Virus. Also absurde Meldungen, die niemand mehr vom Baum holt, sozusagen, außer die betreffenden Affen natürlich. So, dann machen wir einen thematischen Sprung, und ich habe hier eine Meldung, die ist äußerst interessant, wie ich finde. Die Türkei, Pakistan, Malaysia und Katar formen nun eine neue Allianz. Das ist eine neue Macht in der islamischen Welt, und die eben jetzt ein bisschen außerhalb dieses arabischen Zentrums steht. Und wieso finde ich diese Meldung so interessant? Wir merken uns die Staaten Türkei, Malaysia und Katar, nämlich diese sind es, die im Dezember 2019 etwas bekannt gegeben haben.
Und zwar folgendes: Malaysia, die Türkei, der Iran, der wird es durch Pakistan ersetzt, aber ich denke, den kann man auch noch dazu rechnen. Der Iran und Katar haben einen neuen Währungsplan. Und zwar geht es hier um eine goldgedeckte islamische Währung, einen Golddinar. Und wenn wir diese Meldung lesen, dass diese Allianz sich nun zusammenfindet, dann deutet sich da für mich eine gewisse Entwicklung im Weltfinanzsystem mit an, eben eine Einführung eines Goldstandards. Denn wenn eine Gruppe oder eine Region oder ein Land eine goldgedeckte Währung einführen wird, müssen alle anderen sehr, sehr schnell nachziehen. Weil, ja, wenn es eine goldgedeckte Währung auf der Welt gäbe, wären alle anderen Währungen im Gegensatz zu dieser natürlich nicht wertlos, aber sehr, sehr schwierig zu rechtfertigen, sage ich mal. Ginge wohl nur noch über Arbeitskraft und Produktionsleistung. Aber ja, dass in anderen Ländern auch bereits gewisse Pläne in den Schubladen stecken, das wissen wir. Ja, und hier noch eine weitere Meldung diesbezüglich. Dr. M, der Premierminister von Malaysia, schlägt nun vor, einen Golddinar zu benutzen. Ja, noch hier geht es um diese Länder. Wo haben wir? Ja, vor allem die muslimischen, also auch hier wieder Iran, Türkei. Ja. Naja, kann sich jeder mal selber anschauen. So, hier eine weitere große, große Bewegung, die wir sehen, hin zu einem neuen Finanzsystem, wie das auch immer ausschauen wird. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, das ich jetzt schon eine Woche lang eigentlich beobachte, aber mir das noch ein bisschen zu vage war. Und jetzt wage ich mich trotzdem mal dran. Wir blicken nach Großbritannien, besser gesagt nach London. Da tauchen in diesen Tagen Videos auf, die sich mit einem versteckten Siegel beschäftigen. Entschuldigung. Kurz die Kopfhörer aufsetzen und dann können wir das kurz laufen lassen da. And the gate. The crest has gone. If we're going closer, you can see that the windows are all boarded up from the inside, or covered or something. But it's the first time that has ever happened. And the guys guarding the palace on the Royal Guards. They are Gurkhas. Also der Mann, der hier das kommentiert, spricht auf drei Sachen an. Erst einmal auf das verschwundene Siegel. Das, man sieht es ja am Anfang, eben links hier nicht mehr vorhanden ist. Das zweite, was er anspricht, ist, dass die Fenster von innen alle abgedeckt sind, also man nicht reinschauen kann. Und das nächste, was er sieht, ist, dass hier nicht die klassischen Beefeaters stehen, die mit diesen hohen Mützen, sondern andere Soldaten und auch nur einer. So, ja, ich habe da mehrere Probleme mit diesem Video, also nicht an sich, aber er spricht hier von yesterday oder von today. Yesterday. Und es könnte immer aufgenommen worden sein. Das ist wirklich schwierig, da was zu benennen. Und ich weiß auch nicht, wie der Buckingham Palace seine Fenster abdichtet oder ob die immer zu zweit da stehen. Das ist wirklich sehr vage. Allerdings wissen wir, dass die Queen seit längerem nicht mehr im Buckingham Palace befindlich ist, sondern sich auf unbestimmte Zeit ins Windsor Castle zurückgezogen hat. Ja, dann wissen wir oder haben wir mitgekriegt, dass es da sehr, sehr viele Bewegungen gab zwischen Donald Trump und der Queen auch in den letzten Jahren. Und wir vermuten, dass da was im Busch ist. So weit können wir, glaube ich, gehen. Und ja, dieses verschwundene Siegel ist schon bemerkenswert. Auf das komme ich dann noch zurück. Allerdings ist jetzt noch etwas weiteres aufgetaucht. Da
achten jetzt oder schauen mehrere Quellen jetzt drauf. Hier geht es um den neuen König von England. Meet the new king of England. John der Dritte ist sein Name. Das ist ein Video hier. Auch das kann man sich mal anschauen. Hier machen sich Leute tatsächlich viele Gedanken über gewisse Dinge. Mich erinnert das ein bisschen an die Dinge, die auch in Deutschland gerade besprochen werden, wo man auch nicht genau weiß, wie es ja weitergehen soll. Und ja, ich halte es für eine durchaus interessante Sache. Und ja, es ist halt noch nichts validiert, aber es spricht vieles dafür, dass sich was tut. Ob es hier tatsächlich einen neuen König, John den Dritten, geben wird, werden wir sehen. Aber es ist sehr, sehr interessant, was da passiert. Jetzt wird hier eine Homepage angezeigt, hier unten. King of UK, kingof.uk, aber es geht nicht, wie ihr seht. Doch, haha, jetzt will er tatsächlich, ja, hier diese Homepage könnt ihr euch mal anschauen. ja, hier wird dieses neue Siegel, dieses Joseph Gregory Hallett, bereits am Buckingham Palace gezeigt. Aber ehrlich gesagt kann ich hier nicht sagen, ob das gefaked ist oder nicht, ob es sich hier tatsächlich um ein neues Siegel handelt oder um eine Photoshop-Bearbeitung. Fahrt nach London, schaut euch, geht zum Buckingham Palace, schaut euch das Tor an und macht tatsächlich ein paar Fotos. Ja, vielleicht mit der Hand davor oder mit einer aktuellen Zeitung davor. Etwas, was man mehr als ein echtes Foto benennen kann. Und dann wissen wir es tatsächlich. Ich kann es von meinem Schreibtisch aus hier jetzt nicht validieren, ob sich hier tatsächlich was tut. Aber es klingt spannend. Und wie gesagt, da gibt es gewisse Parallelen natürlich auch zu Deutschland. So, dann habe ich noch einen Artikel gefunden, der belegt, dass es schon sehr länger kein Wappen hier am Buckingham Palace gibt. Und es ist ja nicht, dass ein Wappen fehlt, sondern dass alle Wappen entfernt worden sind, sondern es fehlt ja tatsächlich nur eins. Und zwar soll dieses durch ein LKW abgefahren worden sein. Und auch hier habe ich ein Bild dazu. Ja, hier das gestürzte Einhorn, auch das ja natürlich ein bisschen symbolisch. Und ja, das Ganze ist passiert am 2. Oktober 2019, also schon gut ein halbes Jahr her. Ja, spannend weiterhin. Nichtsdestotrotz haben wir Artikel über die Queen. Es kommt eine kleine Reihe noch vom Express. Ein royaler Schock. Wird die Queen abdanken und Prinz Charles zum König machen? Wird hier gefragt. Dann haben wir eine ähnliche Meldung. Ein unerwarteter Monarch. Ja, also auch hier wird darauf eingegangen, egal, dass die Queen eben ihre Titel an ihren Sohn weitergeben könnte. Ja, hier 5 Geheimnisse der Royals, habe ich nur noch mit reingenommen. Und ja, die symbolischste Meldung habe ich hier, die ist auch ja von jetzt vom 26. Mai, vom Dienstag. Die Königin Elisabeth II. Ist nicht die Königin von England. Das wird hier erklärt. Es ist die Königin von anderen Regionen und so weiter, aber eben nicht von England. Was erleben wir hier tatsächlich? Ist es alles ein bisschen zusammengereimt? Haben wir hier einfach ganz banale Meldungen und die Queen ist weiterhin ganz normal im Amt, oder passiert da tatsächlich etwas Großartiges anderes? Ich tendiere eher zur Zweiteren, aber kann das natürlich an dieser Stelle nicht allzu gut beweisen. Das soll jeder selber machen. Wie gesagt, es gibt zu allen Themen, die ich heute besprochen habe, unglaublich viel im Hintergrund zu finden, aber da ist jeder eingeladen tatsächlich. Ich mache jetzt Feierabend und ja, bereit
vielleicht noch ein bisschen was vor. Ich denke, die nächste Sendung wird morgen kommen. Wenn wir nach Deutschland blicken, tut sich, wie gesagt, auch unglaublich viel. Hier kommt sehr, sehr viel ans Licht. Und ja, wir haben eine neue Größe im investigativen Journalismus. Ich habe es schon des Öfteren angedeutet. Und ja, morgen mehr davon. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Macht es gut und seid lieb zu euren Nachbarn. Bis zum nächsten Mal. Der Sunny ist draußen.